Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Rechts oben steht Dauerwerbesendung, die steht dort aus rechtlichen Gründen. Dieses Video wurde aber von niemandem finanziert, unterstützt oder was auch immer. Neue Woche, neues GTA 5 Zeitrennen. Diese Woche haben wir das Zeitrennen Del Perro Pier und das ist, wenn man mit der Hakuchu Drag fährt, relativ leicht zu gewinnen, vorausgesetzt, ihr habt natürlich ganz viel mit Köpfchen nach unten drücken, wenn ihr mit dem Controller fahrt und so, also nach vorne lehnen. Ja, dann wollen wir uns mal die Strecke ansehen. Hier haben wir die Strecke. Ich habe euch in Neongrün mal eingezeichnet, wie ich gefahren bin. Dort, wo die Ausrufezeichen sind, da müsst ihr besonders vorsichtig fahren, kann ich euch sagen. Sonst könnt ihr stürzen. So, dann starten wir mal. Jawohl, so immer schön Köpfchen nach vorne. Ich fahre mit Xbox-Controller. 1:43.200 ist Zeitvorgabe. Ich musste das Rennen ein zweites Mal fahren, aus dem einfachen Grund. Beim ersten Mal ist irgendwie die Aufnahme verloren gegangen. Ja. Vielen lieben Dank an Nvidia. Das war auf jeden Fall nicht so gut. Links oben seht ihr jetzt nochmal eingeblendet die Hakuchu Drag, die ungetunte, mit der ich fahre. Ich fahre mit der weißen, das ist bei mir immer die ungetunte. Wenn ihr die rote seht, dann ist das die voll auf getunte. So, genau, hier im Prinzip, ich fahre ja quasi im Gegenverkehr, aber immer schön außen, da kann nicht so viel passieren. Man könnte jetzt auch rechts fahren und sowas, aber ich habe das halt vorgezogen. Ist für mich chilliger, ja, also wie gesagt, kommt man hier ganz gut durch. Schön Köpfchen nach vorne, immer Vollgas. Genau, hier links seht ihr die Baustelle, den Kran und dahinter merkt ihr euch gleich links hoch. Da könnt ihr das nicht verfehlen. Und jetzt auch, ihr braucht hier eigentlich gar nicht vom Gas gehen. Ich glaube, ich bin gar nicht vom Gas gegangen hier. Ich bin gleich so durch. Und hier rechts rum auch, bin hier ein bisschen vom Gas gegangen, glaube ich. Genau, und jetzt hier links hoch, könnt ihr auch mal vom Gas gehen, müsst aber nicht unbedingt. Könnt auch ein bisschen bremsen. Ja. Und hier jetzt schön voll durch. Und hier wird es gleich kritisch. Jetzt könnt ihr schon mal langsamer werden. Vom Gas gehen, Jetzt bloß durchrollen, So, hier an dem Stein auch noch vorbei und jetzt rechts rüber. Jetzt den Stick nach hinten drücken, weil lockeres Gelände, damit ihr dort schneller seid mit der Kutsche dran. So, und hier auch ein bisschen von Gas geben. Ihr seht, ein bisschen mehr Gas und nicht herübergerollt. Das wäre schlecht. So, und jetzt auch nochmal schön hier durch und wieder einen Stick nach hinten. Denn da werdet ihr hier in dem Gelände einen Ticken schneller. Weil die Zeit ist doch schon relativ knapp teilweise hier auch. Und jetzt nochmal schön durch mit Vollgas und jawohl, 1:36.951. Das war ganz in Ordnung. Ich hatte da beim ersten Mal 100 und 1000 Dollar bekommen. Weil wie gesagt, die bekommt man nur einmal. Und beim zweiten Mal gibt es halt bis 1000 Dollar. Also es lohnt sich wirklich nur einmal zu fahren, das Rennen, wie ihr wissen sollte. Kämpft euch da nicht ab und versucht es nicht x-mal. Ja. Dann wie immer, vielen Dank fürs Zusehen. Like und Abo nicht vergessen. Beim Abonnieren mit die Glocke aktivieren, ganz wichtig, damit ihr immer auf dem neuesten Stand seid. Schreibt was Nettes in die Kommentare. Lasst ein bisschen Liebe da, Anregungen, Kritiken, was auch immer. Ja. Dann vielen Dank fürs Zusehen und bis später.